Welcome, ladies and gentlemen, zu Patch Update 9.17. Wir gucken uns an, wie sich Pantheon breit macht, wie sich die Metacomps verändern, was es Neues gibt. Alle Links zu den Tools, die wir benutzen, unten in der Beschreibung. Wenn ihr mitspielen möchtet, live im Twitch-Stream, unten in der Beschreibung. Und zum Schluss noch der Hinweis, wenn ihr bei den Turnieren mitmachen möchtet, wir machen samstags regelmäßig Turniere. Seid ihr herzlich eingeladen, ist kostenlos, jeder kann mitmachen. Viel Glück auf dem Schlachtfeld und jetzt let's go! In den meisten aktuellen Metacomps hat sich Pantheon breit gemacht, weil Pantheon momentan ein sehr, 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 sehr starker Champion ist, der das Schlachtfeld gut bereichert. Also, Pantheon ist unsere neue Kraft. Er ist Drache, Guardian, das bedeutet, er kombiniert sich gut mit Aurelion bzw. Shyvana und natürlich mit Leona oder Braum. Das bedeutet, dass er prinzipiell in jede Meta-Kombo, in der Aurelion momentan drin ist, viable ist. Und in jeder Meta-Kombo rein theoretisch, in der Leona momentan drin ist, rein theoretisch auch Braum, viable ist. So, die erste Meta-Kombo, die uns einfällt, ist natürlich die Void Sorcerer. Wir gucken uns gerade mal Void Sorcerer an. Pantheon, du gehst mal in die Ecke. Void Sorcerer, wo seid ihr? Also, wir haben den Kassa, K6 und Rek'Sai als Basic Void. Das sind die drei Voids. Wie funktionieren Void Sorcerer? Der Kassa ist unser Zauberer, wir stecken ihn mal hier nach oben. Er kombiniert sich mit den zwei Magiern, Ari und Morgana. Here we go. Zu dieser Kombo gesellt sich dann normalerweise ein Damage-Dealer wie aktuell Jinx und Vi. Vi und Jinx in der Hexe-Kombo. Dazu kommt natürlich noch ein Brawler, das wäre in der Regel Warwick. Weil Warwick wiederum sehr gut mit Ahri synergiert. Im Laufe des Spiels wird dann Cho'Gath ausgetauscht gegen K6, weil wir K6 nicht brauchen. Ahri wird ausgetauscht gegen Aurelion. Damit verliert auch der Warwick seine Viability. Er wird ausgetauscht durch Blitzcrank. Blitzcrank landet hier oben. Und Morgana, keine Frage, ist natürlich der Platzhalter für Katus. Und damit haben wir oben unsere Void-Kombo mit Blitzcrank, das heißt vier Brawler zusammen mit Vi, die Hexer-Kombo hier unten und die drei Magier. That's it. Das ist Void Sorcerer. Patch 9.17, was passiert? Pantheon kommt dazu. So, wie kriegen wir Pantheon hier rein? Als allererstes müssen wir natürlich Vi und Jinx raushauen. Vi und Jinx gehen raus. Wenn Vi rausgeht, gehen wir von 4 Brawler runter auf 3, das heißt, wir brauchen eigentlich nur 2. Der nächste Brawler, der hier verschwinden muss, logischerweise Blitzcrank. Cho'Gath kann nicht rausgehen, weil er mit Rek'Sai zusammen die Void-Kombo bildet, das heißt, das ist unser neuer Core. So, jetzt geht's los. Pantheon kommt dazu. Pantheon ist natürlich die Synergie zu Aurelion. Das ist natürlich genial. Aurelion wird damit viel, 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 viel stärker. So, wen kombinieren wir mit Pantheon jetzt wiederum? Es gibt zwei Champions, klar. Das ist einmal die Leona und einmal der Braum. Braum mit der Glacial-Kombo. Leona mit der Knight-Kombo. Beides nicht so nice. Tatsache ist einfach, dass Leona logischerweise der bessere Champion ist. Wenn wir die sekundären Fähigkeiten nicht brauchen, verschwindet Braum also. Und Leona gesellt sich zu Pantheon. Und damit haben wir unsere Combo. Das heißt, Pantheon ist hier als neuer Damage-Dealer. Wer es nicht weiß, Pantheon macht 30% Stufe 2. Wir reden immer von Stufe 2 Champions. 30% Max-Damage, also Abhängigkeit des maximalen Lebens der Gegner, zieht er 30 ab. Und der Gegner, den er am Ende trifft, den zieht er nochmal 20% über 10 Sekunden ab. Das heißt, eine Lebensreduktion um 50% mit seiner Ulti. Das heißt, wenn jemand da schon mit einem Drittel Leben rumgurkt, die gehen alle down. Also er hat wirklich das Potenzial, so einen Pentakill mal zu machen. Und in der Kombination mit Leona können wir die starke Guardian-Kombo, die immer noch ultra stark ist, richtig schön nutzen und zum Beispiel Cho'Gath buffen oder Rek'Sai richtig schön buffen und unsere Backline mit Katus decken. Das ist unsere neue Void Sorcerer-Kombo. Super easy, super simpel. So, wir schicken Pantheon erstmal in die Ecke und hauen unsere Magier raus. Und gucken uns jetzt mal die Void Assassin-Kombo an. Wie funktioniert Void Assassin? Wir lassen mal die Late-Game-Charaktere drin. Das wäre also unsere Core-Void-Kombo. Natürlich haben wir keinen Kassadin mehr. Anstatt Kassadin haben wir einen Level 2 K6. Und diese drei Jungs bilden unseren Core-Void. Dazu gesellen sich jetzt zu K6
zwei Assassinen. Die Meta-Assassinen sind momentan Rango und Akali. Das sind die beiden Assassinen, die hier richtig schön Druck machen. Ersatzweise kann man Zed nehmen, auch ein sehr, sehr starker Assassin zurzeit, kann ausgetauscht werden durch Akali. Und man kann Pike nehmen. Pike wäre der Platzhalter für Rango. Die Combo hier war bisher sehr, sehr, sehr stark. Das Ganze wurde natürlich wieder erweitert durch Brawler. Das heißt, wir schicken hier Warwick mit ins Feld. Warwick synergiert wieder mit Rango. Vorher hatte er synergiert mit Ahri, bis Ahri ausgetauscht wurde gegen Aurelion. Hier ist die Synergie mit Warwick. Warwick mit Rango. Rango bleibt, ist unser Late-Game-Charakter. Das heißt, Warwick ist hier ein fester Bestandteil. Können wir noch oben packen. Und zu dieser Combo gesellt sich jetzt natürlich, ich packe mal die beiden Assassinen hier rechts rein, zu dieser Combo gesellen sich dann noch zwei Damage-Dealer. Verschiedene Optionen auch hier, in der Regel am einfachsten ist es momentan, da Jinx so stark ist, einfach Jinx reinzupacken und die Vi. Jinx und Vi gehen rein und ich trenne das hier mal ein bisschen auf, damit es deutlicher wird. Also wir haben dann hier oben unsere drei Voids, die vier Brawler zusammen mit Vi, 1, 2, 3, 4, machen wir es mal so rum, so ist es besser. Also hier oben links die vier Brawler, dann hier rechts die drei Assassinen und links die beiden Hexec-Profis. So, die dritte Combo, die in Patch 9.16 noch sehr, 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 sehr stark war, muss man jetzt sagen, ist natürlich die Void-Brawler-Combo. Also Void-Assassinen, Void-Sorcerer und Void-Brawler, das sind die drei Standards. Void Demons gibt es noch, aber Void Demons war nach 9.15, gibt's nicht, gibt's nicht. So, Assassinen gehen raus, Brawler gehen rein. So, Blitzcrank, Rek'Sai, Sho'Gath und Vi. Für Kha'Zix, dadurch, dass wir keine Assassinen haben, gehen wir wieder Kassadin rein, ist einfach tankiger. Und Vi kombiniert sich mit Jinx. So, das ist unsere Void Brawler-Kombo. Der Punkt ist jetzt, dass wir nur 7 Champions haben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, Pantheon mit rein. So leicht ist es nicht. Pantheon ist auch hier, hat er nichts verloren. Die ganze Combo kann sich jetzt weiter natürlich auch mit Ganzlinger. Wir können jetzt hier Lucian reinpacken. Ist eine Überlegung wert. Lucian ist sehr stark geworden. Sein Cooldown für den zweiten Schuss hat sich verringert. Die Angriffsgeschwindigkeit hat sich erhöht. Der zweite Schuss ist synergiert mit seinen Items, was vorher nicht der Fall ist. Das heißt, er kann den zweiten Schuss viel schneller abfeuern und. Also Lucian, das wird interessant zu sehen, wie er abgeht. Aber natürlich reden wir hier von den finalen Comps. Das heißt, eigentlich müssen wir Miss Fortune reinhauen. Miss Fortune ersetzt Lucian. Und synergiert mit Jinx, das heißt hier unten hätten wir auch die Ganzlinger-Kombo. That's it. Auch hier keine Veränderung. Wir werden sehen, wie sich dieses Bild schlägt in der Zukunft. So, und jetzt kommen wir, Leute, zu einem meiner absoluten Lieblingsbuilds. Da gehen jetzt sogar die Voids raus. Voids sind jetzt abgehakt. Ganz am Anfang haben wir sehr viel White Sorcerer Shapeshifter gespielt. Das ist momentan durch den Buff der Shapeshifter und durch Jace, können wir uns auch gleich angucken, wahrscheinlich sehr, sehr stark jetzt. Ich rede jetzt aber erstmal von den Night Rangern. Leute, Night Ranger, also ich würde sagen, die einfachsten Kombos, die es überhaupt gibt in dem Spiel, klar, es sind die Assassinen. Normale Assassinen, 8 Assassinen reinzuhauen, dann dicht gefolgt von Ninja-Assassinen, was ja wirklich absolut overpowered war eine Zeit lang. Ninja-Assassinen, super, super geil. Die Ranger. Wir nehmen unsere vier Ranger. Das sind Vayne, Varus, Kindred und Ashe. Jetzt ist natürlich die Sache, dass die Ranger an sich gebufft wurden. Sie haben eine viel höhere Chance, ihre doppelte Angriffsgeschwindigkeit zu procken. Und die maximale Angriffsgeschwindigkeit ist von 2,5 auf 5 erhöht wurden. Das heißt, sie können insgesamt, wenn sie lang genug schießen, mit einem Rage Blade zum Beispiel, komplett eskalieren und doppelt so schnell schießen wie noch letzte Woche. Wie kombiniert man das Ganze? Nun, wir geben jetzt jedem dieser Champions hier einen Partner. Wir fangen mal auf der rechten Seite an mit Kindred. Kindred bekommt Mordekaiser. Damit haben wir hier den Phantom Buff. Super geil. Da dürfen wir jetzt nicht vergessen, das machen wir jetzt auch schon direkt rein. Ich nenne das Item hier Sparkles. Sparkles muss natürlich mit an Bord. Wir packen das mal auf Kindred. Das heißt, ein Gegner wird zufällig auf 100 Lebenspunkte reduziert. Am Anfang eine Runde. Und sobald dieser Gegner dann seine Ulti raushauen möchte, wird diese durch Sparkles aktiviert die gegnerische Ulti unser Sparkles und der Gegner bekommt 150 Damage-Punkte momentan.
was den sofortigen Tod des Gegners bedeutet. Zum Beispiel ein Katus. Ein Katus bekommt einen Phantom Buff, lädt sein Ulti auf, will die Ulti zünden und ist raus aus dem Game. Das ist eine super geile Combo, sehr, sehr stark. Spark ganz allgemein macht noch viel Damage, weil natürlich jeder diesen Damage abkriegt. Und der Punkt ist, dass es natürlich eine ganz große Rolle spielt, wer das Item trägt. Je länger das Item im Spiel ist, desto mehr Schaden macht das Item. Es ist also wirklich wichtig, es jemandem zu geben, wo ihr denkt, okay, das hält er auch, der hält das Spiel auch lange durch. So, das Pendant zu Ashe kann Braum sein. Ich sage jetzt kann Braum sein, weil wir haben natürlich hier oben den Pantheon, Guardian-Kombo, ja. Hier, lecker. Aber ganz ehrlich, momentan, also Braum hin und her, Sejuani muss rein. Sejuani, ganz klar. Wo ist Sejuani? Sejuani, hier ist Sejuani. Seju kommt rein, ist dann die Combo mit Ashe und gleichzeitig haben wir hier die beiden Ranger. So, und jetzt haben wir noch zwei Spots frei, ja, und dann Pantheon wartet da oben, sehnsüchtig. Also rein mit dir, Pantheon. Und zu Pantheon gehört natürlich Leona. So, super easy, super simpel. Also, das hier wird sicherlich eine sehr, sehr starke Combo. Wenn wir hier Sejuani in die Mitte packen zum Beispiel, wird sie auch maximal gebufft. Sejuani muss so lange durchhalten. Sejuani muss ihre Ultis raushauen, immer wieder. Sie ist ein Gamechanger, genauso wie Leona. Leona ist ebenfalls ein Gamechanger. Vielleicht kann man hier sogar die Position nochmal tauschen, dass sie in der Mitte steht. Morgana, das Dreh- und Angelzentrum von vielen Kombos. Morgana war früher, ich glaube auch in 9.15 war es, ein Hauptcarry bei den Demons. Holy moly. Oh mein Gott, die ist abgegangen. Also, wie hat sich das Ganze aufgebaut? Wir können es mal eben aufstellen. Also, wie hat sich das Ganze aufgebaut? Morgana mit Aatrox. Aatrox an sich immer stark gewesen, gerade bei den Demons. Dann haben wir natürlich Varus und wir haben Eve. Wo ist Eve? Die Villain. So, ich packe das mal eine Reihe nach oben, weil wir wollen natürlich den zweiten Arm haben mit Morgana. Also wir brauchen zwei Magier. Und natürlich sind unsere beiden Magier, wie immer. Ich gehe jetzt nicht von Ahri und von Ahri und Co. aus, sondern von unseren Late-Game-Champions. Das wäre natürlich im besten Falle immer Aurelion und Katus. Das ist diese Dreierreihe. Pantheon kommt hier dazu. Synergiert mit Aurelion. Damit hat Aurelion und Pantheon den Dragon Buff, was super, super, super geil ist. Pantheon natürlich alleine darf nicht für sich stehen. Wir haben hier sieben Champions. Das heißt, wir können natürlich Pantheon noch kombinieren mit Braum oder Leona. Dadurch, dass Leona der bessere Champion ist, geht natürlich Leona raus und kombiniert sich hier richtig schön mit der Guardian-Kombo und Pantheon. So, das wäre jetzt eine richtig viable Combo wieder mit 8 Champions. Also das Ganze hier praktisch Demon und Sorcerer zusammen mit Pantheon und Leona. Also wir können uns wirklich merken, dass das hier das neue Zweier-Team ist, was überall sich dazugesellen kann. Was im letzten Patch noch Jinx und Vi war, ist jetzt Pantheon und Leona. Aber es ist natürlich nicht nur Aurelion der Drache, sondern wir haben natürlich noch einen Drachen und das ist Shyvana. Das heißt, auch sämtliche Kombos, rein theoretisch, die mit Shyvana stark waren, sind jetzt durch Pantheon und Leona oder können jetzt durch Pantheon und Leona aufgewertet werden. Der Punkt ist einfach, dass es nicht so viele krasse Kombos gab, die also richtig, richtig, richtig OP waren. Also man hat wieder so ein bisschen Wild Shapeshifter gespielt, aber ja, wir können ja mal was aufstellen. Also, wir hauen erstmal die Shyvana rein. Übergangsweise toll bei solchen Sachen, das höre ich immer die Elise, gar keine Frage. Ist aber leider nicht so stark, genau wie Jace. Jace wurde gebufft, ist stärker geworden. Allerdings, wollen ehrlich sein, es geht nichts über einen Gnar, der ein komplettes Gegnerteam versetzt und dann, das ist absolut wow. Das heißt, also Gnar ist natürlich nochmal weit drüber. Gnar ist the way to go. Das heißt, Gnar ersetzt hier unseren Magier. Und da wir noch einen dritten Shapeshifter brauchen, müssen wir natürlich den Swain nehmen. Der Swain ist Shapeshifter und Demon. Das bedeutet, er muss hier einen der vier ersetzen. Wir nehmen einfach mal Varus raus, Varus fliegt raus und dafür geht Swain hier nach oben. Das heißt, hier haben wir unsere Dreier-Shapeshifter-Kombo und hier haben wir unsere Demons. Tja, und wer wartet oben in der Ecke? Es sind natürlich wieder unser Pantheon und Leona. Pantheon kombiniert sich mit Shyvana. GG. Wieder die Drachen-Kombo for free. Es ist natürlich unglaublich gut. Das ist, also,
Das macht Shyvana so stark. Das ist das, was früher die Wild Sorcerer ausgemacht hat, wo Shyvana mit Aurelion gespielt wurde. Das ist jetzt die Shyvana mit Pantheon. Und Pantheon natürlich wird nochmal tankier durch Leona. Das heißt, die beiden können Shyvana zum Beispiel nochmal buffen oder den Gnar, was unglaublich, unglaublich gut ist. Leider auch hier haben Jinx und Vi nichts verloren. Die haben einfach nichts verloren. Die können komplett raus. So, was gibt's noch? Alle Kombos, die Shyvana enthalten. Zum Beispiel alle sechs Shapeshifter, wo alle Shapeshifter drin sind. Wild Sorcerer. Yordle Sorcerer. Leute, ich spiele keinen Yordle. Ich kann mir nicht sagen, wie Yordle Sorcerer aussieht, aber Tatsache ist, dass ein Yordle Sorcerer ein Aurelion drin sein muss. Und Aurelion kombiniert sich mit Pantheon. Haut Pantheon jetzt rein. Sechs Magier. Sechs Magier. Aurelion ist drin. Zack, Pantheon dazu. Sechs, sieben, acht. Habt ihr eure Kombo. Alle diese Dinge werden durch Pantheon aufgewertet. Versucht ein bisschen Pantheon mit einzubauen, nach Möglichkeit zu euren Aurelion- und Shyvana-Kombos. Ansonsten werden wir höchstwahrscheinlich Noble nicht mehr so stark sehen, weil es schwächer geworden ist insgesamt. Wir werden aber die Void Sorcerer-Kombo sehen. Und wir werden das hier sehen. Das wird auch sehr, sehr stark, denke ich. Weil wir hier natürlich, gut, wir brauchen zwei Legendaries, gar keine Frage, aber das wird richtig gut. An dieser Stelle viel Spaß beim Ranken, Leute. Gebt euer Bestes. Wenn ihr bei den Turnieren mitmachen möchtet, Link zu dieser Seite hier unten von unserer Homepage, wo die ganzen Sieger der letzten Turniere drin sind, ist unten verlinkt. Ihr seht hier, dass wir an wirklich vielen Samstagen Turniere machen. Hier sind die ganzen Titelträger. Gibt natürlich Preise. Ich würde mich sehr freuen, euch bei den Turnieren begrüßen zu dürfen. Samstags auf Twitch unten ist der Link. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und mögen die Sätze mit euch sein. Ciao, ciao.